Hallo liebe Eltern, liebe Adventskalender-Suchende und Diamond-Painting-Fans. Heute mache ich das erste Mal etwas mit Diamond-Painting und es ist direkt ein Adventskalender. Ich habe mir nicht den ganz teuren geholt von Peak Bondo, es tut mir so leid. Der war echt extrem teuer und die haben den auch erst Anfang November geliefert. Gut, wenn ich jetzt ist es ja sowieso schon Anfang November. Ich hätte den halt gerne ein bisschen vorher schon gemacht und hätte mich eigentlich auch sehr dafür interessiert. Aber naja, der war irgendwie, ich glaube, einer, die hatten zwei unterschiedlich. Einer so für 160 Euro und einer für auch knapp über 100. Und naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon diesen hier bestellt. Der ist von Top. Der hat 27 Euro gekostet und ich habe mir gedacht, der ist eigentlich auch ziemlich gut, weil der für die ganze Familie eigentlich ganz gut passt. So, ne? Also man kann das als Elternteil, aber auch als Kind machen, weil das sind keine großen Sachen und man hat halt jeden Tag so ein bisschen was zu tun. Wenn man das hier, ach, jetzt hebe ich es nochmal hoch. Wenn man sich das hier so anschaut, man hat halt einen Tannenbaum, den man zusammenbaut und dann so ein paar Kleinigkeiten, mit denen man dann den Tannenbaum schmücken kann. Und während der Weihnachtszeit wächst dann dieser Tannenbaum mit diesen kleinen süßen Dekoartikeln und wird immer größer und immer funkelnder, hoffentlich. Ich habe ihn mir ja noch nicht angeguckt, aber in meiner Fantasie wird es am Ende ein schönes Gimmick sein und man hat dann zum Ende der Weihnachtszeit, also wenn Weihnachten dann startet, einen richtig schönen kleinen Schmucktannenbaum, einen Dekotannenbaum, den man dann wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder verwenden kann. Und das bleibt dann ja eigentlich eine schöne Deko für die weiteren Jahre, hoffentlich. So, dann schalten wir mal runter. Ich muss auch direkt sagen, ich finde die Verpackung total toll. Man merkt, dass die hochwertig ist. Die ist sehr stabil, sehr dick. Also man hat nicht irgendwie nur so eine Fisselpappe, die irgendwie total schnell wieder kaputt geht, sondern man hat eigentlich so ein Gefühl, als hätte man ein hochwertiges Spiel in der Hand, was man hier gleich noch so aufmachen kann. Ihr seht schon, hier unten steht mit 1200 hochwertigen Glasdiamanten. Glasdiamant ist ja nochmal was anderes als diese Steine, die man beim Diamond Painting ja häufig verwendet, die dann eben nicht glänzen oder nicht glitzern. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil Diamond Painting ist hier wirklich ernst gemeint. Ich hoffe es jedenfalls, dass es so ist, dass es tatsächlich dann auch so schön glitzert hat und funkelt, wie es hier aussieht. Ja, hier, Baum aufstellen und losglitzern. Guck mal, habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. 30 cm, das scheint so die normale Höhe auch zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, alles schon fertig zu machen, aber ich werde auf jeden Fall mal anfangen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie es so funktioniert und ob das dann auch Spaß macht und ob es halt auch hält und wie es dann am Ende da aussieht, wenn man das so zusammensteckt. Also das will ich auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Steine schaffe, jetzt 1200 Steine. Ich glaube, das ist schon relativ viel in so einem Video und es soll ja auch euch sozusagen anregen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Das soll euch ja ein bisschen informieren. Inhalt 1200 Glasdiamanten in 19 Farben. Okay, das sind gar nicht mal so krass viele, glaube ich. Ach doch, doch, wenn ich mal überlege, wie... Na, oder? Naja, es geht. Ich glaube, es ist für so ein kleines Set eigentlich schon relativ viel. 24 Anhänger zum Bekleben, Weihnachtsbaum zum Aufstellen, 30 cm groß, eine Aufbewahrungsbox, Diamond Pen, Wachs und Steinschiffchen. Ich gestehe, es wird jetzt auch mein erstes Mal. Ich habe zwar ganz viele Diamond Painting Bilder, aber dadurch, dass ich immer nur so wenig Zeit habe, schaffe ich es nicht, selber mal Diamond Painting zu machen, obwohl das eigentlich voll mein Ding ist. Jetzt stelle ich gleich fest, das ist überhaupt nicht mein Ding. Surprise! Nee, nee, auf keinen Fall. Also ich liebe ja Malen nach Zahlen und solche Sachen. Das habe ich immer ganz, ganz viel gemacht. Deswegen ist Diamond Painting ja nochmal ein bisschen was anderes. Also so 3D-mäßig. Oha! Ich bin gerade ganz überrascht. Was haben wir denn hier? Ja, 3D-mäßig sieht es dann nochmal ein bisschen schöner aus. Hä, das ist ja voll schick gemacht. Wow! Ach so, das sind die Türchen, die man öffnet. Hä? Aber stellt man die dann einfach so hin? Wahrscheinlich. Ich denke mal, wahrscheinlich holt man die dann irgendwie so raus und stellt das dann alles so hin. Es gibt ja auch die Adventskalender, die man halt einfach so aufbaut. Zuerst muss man, denke ich mal, den Baum aufstellen. Den hat man wahrscheinlich schon vorher. Türchen 1 ist gleich A. Ich muss jetzt hier erstmal kurz durchsteigen. Was soll das? Hier haben wir ganz viele Aufbewahrungsmöglichkeiten für die kleinen Steine, denke ich mal. Also wenn man da was hat, hat man das ja wahrscheinlich dann über. Tja, mal gucken, wie das dann sich so ergibt. Oder ob man halt unterschiedliche Farben hat in unterschiedlichen Päckchen oder so. Oder ob da das Motiv drin ist. Das ist auch schon ganz komisch hier. Türchen 1 ist gleich A. Ach so, vielleicht kann man hier A dann einfach anbringen oder so. Hä? Ich hol mal einfach den hier raus. Mal gucken, ob man hier irgendwas schon sehen kann. Nö, guck mal. Das ist einfach nur so, steckt man hier von oben runter. Ne, wir sind ja nicht doof. Steckt das so ineinander und dann hat man halt hier einen schicken Tannenbaum. Den kann man dann hier unten noch reinklicken. Das würde ich jetzt auch direkt einmal machen. Jetzt habe ich ja sogar mal Weihnachtsdeko. Oha. Denk mal, das muss zuerst raus, damit es dann von oben auch durchpasst. Definitiv eine hochwertige Pappe. Die ist
sehr hart, aber auch gut rausgedruckt. Guckt mal, man kriegt das hier sehr, sehr gut raus, ohne irgendwelche Hahaha, sagte sie und riss etwas weg. Nee, ist jetzt nicht weiter schlimm. Das ist nur von unten, das sieht man nicht. Hier haben wir dann auch nochmal so drei kleine, dass man von jeder Seite auch noch irgendwas reinstecken kann. Ich denke mal, hier vorne steht vielleicht noch sowas wie ein Schneemann oder sowas, ne? Oder ein Schlitten, keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht genau, was da drin ist. Vielleicht auch Geschenke, würde ja auch passen. 23, 7, 11. Da muss man dann gucken, wenn man hier die 7 hat, die 11 hat, wo das dann hin muss. Das ist, glaube ich, ziemlich egal. Hier stehen auch keine Zahlen. Das heißt, man kann das eigentlich frei irgendwo anbringen, wo man das haben möchte. Hier muss man dann nur gucken, dass man das einmal an der richtigen Stelle hier reindrückt. Und dann steht auch schon unser Tannebaum. Jo, guck mal. Süß. Die Größe hat er ungefähr. Stand ja vorne drauf. 30 cm. Haben wir jetzt hier unseren Tannenbaum. Und den gilt es jetzt zu bestücken und zu schmücken. Ich stelle den mal hier zur Seite. Man braucht auf jeden Fall eine gute Beleuchtung. Ja. Ich hole das hier schon mal raus. Ne? Dann können wir das zur Seite stellen. Und dann nehme ich hier mal nacheinander die kleinen Tütchen und gucke dann mal. Wir werden sicherlich gleich schlauer. Ich will die 1 jetzt nicht kaputt machen, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich tut mir leid. Ich muss die 1 kaputt machen. Was kommt jetzt hier raus? Jetzt wird hier auf jeden Fall ein Motiv kommen. Aha. Okay, das ist was ganz Kleines. Hier, eine kleine Orangenscheibe. Okay, so für den Beginn. Dann haben wir hier nur orangefarbene kleine Glitzersteine. Die sind A. Ach, guck mal, ist das nicht süß gemacht? Ich verstehe. Jetzt haben wir hier eine kleine Schatulle. Die müssen wir hier öffnen. Ach, ist das süß. Das hier ist unser Wachs, glaube ich. Genau. Das ist das Schiffchen, was man benötigt, um die Steine da rein zu tun. Das brauchen wir auch gleich. Und unser Stift. Also ich meine, für die unter euch, die das ja sowieso schon kennen. Das ist ja hier kein Neuland für euch. Für mich allerdings schon. Ja, und dann können wir nämlich hier schon mal das erste Stückchen nehmen und können das mal bekleben. Das ist ja so süß. Dann nehmen wir einfach das A. Hier gibt es nämlich keine Zahlen, sondern hier gibt es einfach Buchstaben. Müssen wir gerade überlegen, wie rum wollen wir denn das? Wollen wir so rum? Ja, ne? Dann klebe ich hier oben das A drauf. Und alles, was jetzt an A überbleibt, kommt dann am Ende hier in das Döschen rein. Und am nächsten Tag kommt dann das B. Wahrscheinlich hat man dann irgendwann ganz viele verschiedene mit unterschiedlichen Farben, also verschiedene Motive. Weil jetzt haben wir ja ein Motiv, das hat ja wirklich auch nur A-Steine. Und ich meine, man kann das natürlich auch nacheinander machen. Ich dachte mir so, ich mache jetzt erstmal die erste Linie schon mal voll mit A, B, C, D. D sieht irgendwie fast genauso aus wie B. Ist auch weiß scheinbar. Vielleicht aber auch so ein Cremefarben. Okay, das Tütchen ist leer. Das kann eigentlich schon mal weg. Dann öffnet man jetzt das hier. Oh mein Gott, das geht ja gut los. Direkt erstmal alles daneben gegangen. Das soll eigentlich hier rein. Okay, so. Die Frage ist, also da stand irgendwie so, die sind dann automatisch auf der richtigen... Hoppala, auf der richtigen Seite. Das scheint mir jetzt gerade aber gar nicht so. Oder ist das, wenn man das so vorne reinmacht und dann so nach hinten schiebt? Nee, irgendwie nicht. Aber es sind schon viele auf der richtigen Seite. Ha, wir probieren das einfach mal. So, das hier muss man jetzt öffnen. Und da ist auch irgendwie eine Folie drauf, habe ich gelesen. Die muss man auch erstmal abnehmen. Ist das egal? Ich glaube, es ist egal. Ich nehme erstmal eine Seite nur ab, weil man kann sicherlich von der anderen Seite auch nochmal dran. Ich versuche das jetzt immer so rum. So, das ist Wachs und das ist dazu da, dass die Steinchen hier an dem Stift kleben bleiben. Und da muss ich jetzt irgendwie tief reinstecken. Hoppala. War das jetzt schon richtig? Keine Ahnung. Doch, da scheint irgendwas wieder mit rausgekommen zu sein. Okay, das Teil ist so klein. Da muss ich doch noch näher ran. Jetzt hat man hier so eine Folie, die muss man erstmal abnehmen, damit das dann auch klebt von unten. Und jetzt wahrscheinlich möglichst nicht drauf fassen. So, und jetzt nehme ich erstmal die Dinger so rum. Ah, es klebt! Ja, cool. Und dann einfach da drauf, wo das A ist. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Das sind jetzt, das ist mein erster Versuch. Ich muss das jetzt nur noch festdrücken und dann sollte das halten. Ja, es ist jetzt nicht so mega krass perfekt, aber ich finde, es sieht schon sehr süß aus. Wir haben einfach von der Seite eine Orange, von der anderen Seite halt eine Glitzerorange. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also es ist schon eigentlich voll mein Ding, muss ich sagen. Und das kleine Teil können wir jetzt irgendwo hier befestigen. Ich nehme jetzt einfach mal total random irgendwas. Mit der Glitzerseite natürlich nach vorne. Jetzt haben wir hier eine kleine glitzernde Orangenscheibe. Sehr süß. Das Ding, ja, das kann weg.
und der Rest kommt jetzt hier in unsere Aufbewahrung. Das ist halt echt so krass durchdacht. Nach vorne schieben und dann einfach hier rein. Super, jetzt haben wir die über. Vielleicht brauchen wir die irgendwann ja nochmal. So, Türchen Nummer 2. Bin gespannt, was wir jetzt kriegen. Und ich bin auch gespannt, wie lange wohl das Wachs da hält im Stift. Das hat super gut funktioniert und es hat auch echt Spaß gemacht. Und das sind sehr schöne Glitzersteine. Das ist jetzt weiß. Stimmt, habe ich ja schon gesehen. B war ja auf jeden Fall weiß. Was haben wir denn wohl? Eine Schneeflocke. Oh, eine Glitzerschneeflocke wird das. Super. Ich meine, wenn das jetzt alles nur so kleine Bildchen sind, dann ist das ja gar nicht mal so wild. Aber fürs Video ist es natürlich dann trotzdem ein bisschen viel. Ja, wir werden definitiv aber uns alle Motive einmal angucken und ich will auf jeden Fall ein bisschen was ausprobieren. Ich habe es jetzt hier schon so reingeschüttet. Das heißt, ihr könnt euch denken, ich werde das jetzt auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Ich werde dann immer eine kleine Zeitraffer draus machen. So, da haben wir auf jeden Fall einige, die ja schon mal richtig rumliegen. Das ist gut. Das Doofe ist nur, dass es hier manchmal ein bisschen unscharf wird. Wenn der Stift jetzt hier so mir in die Quere kommt, dann kann es halt immer sein, dass das mal kurzzeitig ein bisschen unscharf ist. Ich hoffe, dass das trotzdem noch funktioniert mit der Zeitraffer. Nicht, dass ich mich nachher ärgere. Und man kann es auch immer noch so ein bisschen verschieben, ne? Wenn es nicht ganz gerade ist. Ich sehe es tatsächlich besser in der Kamera, weil ich ja nicht meinen Kopf so nach vorne gerade machen kann. Sonst habt ihr meinen Kopf im Bild. Deswegen kann ich gerade nicht so richtig gerade gucken. Das ist natürlich ein bisschen doof. Und ich zeige euch mal kurz, wie schnell das auch eigentlich geht, wenn man das jetzt nicht in Zeitraffer macht. Weil eigentlich ist das auch schon gar nicht mal so langsam. Also wenn man jetzt hier so jeden Einzelnen nimmt. Das ist unfassbar easy, wenn man den auch trifft. Und auch gerade so für Einsteiger, die vorher noch gar nichts mit Diamond Painting zu tun hatten, ist das eine super süße Sache. Tada! Schon wieder fertig. Das ist richtig süß. Und ich glaube, wenn man so einen Adventskalender gemacht hat und vorher hat man noch nichts gemacht, wird man definitiv anfangen, sich irgendwas zu holen, was mit Diamond Painting zu tun hat. Das macht echt Bock. Das macht echt Bock und das ist echt süß. Und es glitzert richtig toll. Das ist jetzt wirklich gar nichts krass Besonderes. Ja, wir haben hier einfach nur so ein Stück Pappe mit so ein paar kleinen Steinen. Aber die Idee an sich ist so süß und man hat voll, also es macht richtig Spaß, hier dran einfach zu basteln. Und ich würde so gerne mal ein richtig cooles, großes Bild machen. Ich habe richtig tolle Bilder mir geholt. Ich guck mal, ich werde euch das vielleicht irgendwann auch nochmal zeigen, oder? Dass wir vielleicht immer wirklich so, ach ja, auch immer gesagt, ja, mach das mal unbedingt. Es gibt irgendwie voll viele von euch, die auch selber Diamond Painting machen. Und da einfach mal vielleicht auch mal so ein bisschen Zeitraffer laufen lassen und dann zwischendurch immer mal wieder was erzählen oder so, ne? Dass das vielleicht so ein bisschen entspannt ist, könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Wobei auf der anderen Seite dauert so Diamond Painting ja schon auch relativ lang, ne? Also das, was ich so mitgekriegt habe, ist man ja teilweise schon so auch mal einen halben Tag, je nachdem, wie groß das Motiv ist, dabei. Ich habe aber auch Motive, die sind so ein bisschen einfacher. Oh, pink. Ach ja, stimmt. Da hat man halt eher so wie hier nicht ganz so viele Steine, wo man halt direkt danebeneinander alles immer wieder machen muss, sondern ja, da hat man dann nur so eine Schneeflocke, wie jetzt zum Beispiel eben. Das ist ja dann nicht ganz so krass viel. Ach, jetzt habe ich das andere schon weggetan, ne? Ach so, man macht das ja sowieso nacheinander. Verdammt, da hätte ich das ja liegen lassen können. Ich glaube, ich hole das erstmal wieder raus. Ich will das jetzt auch mal so probieren, wenn das so ein bisschen zweifarbig ist. Wir brauchen ja von denen sowieso gar nicht mal so viele. Und dann tun wir die wieder weg und dann holen wir das andere nämlich raus. Gut, dass ich das vorher schon beschriftet habe. Haha, das habe ich einfach mal wieder losgelassen. Ups. So, Motiv Nummer 3 ist ein wunderschönes Herz. Ich habe so das Gefühl, man fängt mal lieber aus der Mitte heraus an. Nicht, dass es dann nachher in der Mitte nicht mehr reinpasst. Und dann war nämlich ein Problem, weil man es nicht mehr nach außen gerückt bekommt. Das habe ich auf jeden Fall schon mitgekriegt, dass das wahrscheinlich die bessere Variante ist. Teil 1 ist schon mal fertig. Das hilft auch immer ganz gut, wenn man einfach, wenn es hier nicht so passt, immer hin und her schüttelt. Dann drehen die sich schon irgendwie auf die richtige Seite. Die machen das schon. So, die B-Steine können jetzt wirklich weg. Und jetzt kommen die C-Steine dazu. In einem wunderschönen Pink. Ich sehe ja schon kommen. Bei der 24 haben wir dann 24 Farben. Aber das ist doch auch super. So wird der Schwierigkeitsgrad langsam gesteigert. Fehlt doch noch einer unten. Darf
ich den nicht einfach auch noch dahin tun? Ich mache das jetzt einfach mal. Ich hoffe nicht, dass mir dann irgendwo noch irgendwas fehlt. Nein, da ist gar keine Klebe. Okay, das ist natürlich ungünstig. Ja, schade. Warum macht man denn sowas? Naja gut, wahrscheinlich, weil man es eh nicht sieht. Jetzt haben wir ein sehr schönes zweifarbiges Glitzerherz. Und das glitzert mal wieder wie wild. Das Schöne ist, wir haben endlich mal keinen Kreis, sondern wir haben mal eine andere Form. Wo tue ich denn das Herz hin? Ja, einfach mal nach ganz oben. Auf der Rückseite sieht man ja dann nichts, ne? Muss man ja mal überlegen, was man dann auf die Rückseite macht. Man kann das ja auch immer wieder umstellen. Ist ja das Schöne. Jetzt bin ich schlauer. Jetzt lasse ich das erstmal kurz hier drin und warte mal ab, was da jetzt kommt in der 4. Nicht, dass das jetzt hier wieder alles so, ne, sich aufbaut. Ich denke auch die ganze Zeit, ja komm, ich muss ja jetzt nicht jedes Motiv machen. Und dann denke ich mal so, oh guck mal, ein Motiv, ist das nicht süß? So ein kleiner Engel. Siehst du, hier haben wir nämlich wieder C und dann D. Ist das nicht das gleiche, was wir da... Nee. Okay, ich sehe den Unterschied. Die sind weiß, die anderen waren durchsichtig. Ja, komm, den machen wir jetzt auch noch. Oder was sagt ihr? Leute, das macht doch so Spaß. Außerdem haben wir es direkt schon draußen. Guck mal, da muss ich das ja auch mal nutzen. Oh, das ist echt gut. Wenn man es hier so ein bisschen hin und her geht, dann schwenken die einfach direkt auf die Seite, auf der man es haben muss. Ja, komm, wir machen auch nur den kleinen Engel. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich meine, gut, dazu sind wir ja da. Wir sind ja dazu da, um das jetzt hier gerade alles auszuprobieren und sich begeistern zu lassen. Und ich bin so begeistert, das gibt's gar nicht. Ich habe mir ja schon gedacht, dass mir das auf jeden Fall Spaß machen wird. Ja, aber es macht definitiv Spaß. Vor allem macht es auch ein bisschen süchtig. Das Einzige, was ich mich immer frage, wenn man sich diese Motive kauft, ne, die sind ja dann total zerfaltet. Muss man die dann erstmal entknüdeln oder wie funktioniert das? Und dann irgendwie plätten oder wird das automatisch platt, wenn man dann damit arbeitet? Ach, guck mal, das ist schon fertig hier, die Hose. Weil auch so die meisten Sachen, die man sich ja holt, die sind dann ja trotzdem irgendwie aus China. Also auch das, was man sich jetzt hier bei Amazon bestellt. Da war ich so ein bisschen verwirrt, weil da halt auch irgendwie ja... kam jetzt nicht in irgendeiner tollen Verpackung oder so. Also so wie das jetzt hier, weil da hast du wirklich das Gefühl, krass, okay, das ist echt hochwertig. Und man hat irgendwie so ein generelles Gefühl dafür, wie die sich das vorstellen. Nee, da hat man halt einfach so gar keine Ahnung eigentlich. Einfach nur so ein Papierfetzending, was dann mit so ganz vielen kleinen Plastiktütchen geliefert wird. Und ich hatte mir nämlich auch schon mal so, dass diese Aufbewahrungsboxen, die wir jetzt hier haben, hatte ich mir selber auch schon bestellt, weil ich halt auch dachte so, das ist ja irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Das Einzige, was dabei ist, ist ja dieses Schiffchen und der Stift. Und ich glaube, Wachs weiß ich gar nicht. Ja, doch, muss ja auch dabei sein, oder? Oder ist das einfach nur generell so ein Wachsstift? Kann auch sein. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen besseren. Jetzt kann ich ja den hier nehmen, falls ich einen besseren benötigen sollte. Also qualitativ hier auf jeden Fall gebe ich eine sehr gute Note. Ich habe ja jetzt noch keinen anderen Vergleich, aber man hat schon auf jeden Fall das Gefühl, dass es eine gute Qualität ist. Normalerweise kann man das ja dann oben auch noch versiegeln. Ich habe mir sogar extra schon so ein Was-Versiegelzeug geholt. Ich habe nicht mal ein einziges gemacht, ne? Ich habe schon alles da. Oh nein, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte gerade schon, ich habe es falsch rum drauf, aber nee, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. So, jetzt haben wir nur noch eine einzelne Federreihe. Die kriegen wir auch ganz fix hin. Und dann würde ich auch die Steine erstmal draußen lassen, weil man ja wieder nicht weiß, was danach kommt. Nein, ich will jetzt nicht jedes Motiv machen, meine Güte. Ich ziehe das Video in die Länge. Für euch ja eigentlich nicht. Wobei ja jetzt gerade schon, aber vorher habe ich ja immer Zeitraffer gemacht, dann wird das für euch ja sowieso ganz kurz, ne? Ach, guck mal, wie süß, ein kleiner... Wait a minute, das sehe ich von hier hinten wieder gar nicht. So, jetzt ist es richtig. Jetzt können wir es auch hier reintun. Ich muss euch das immer einmal nochmal zeigen, wie schön das funkelt. Das sind ja weiße Flügel und das andere waren wirklich durchsichtige. Nicht durchsichtige Flügel, sondern durchsichtige Perlen. Steinchen. Wo tun wir das Engelchen hin? Hier vielleicht hin? Zentral in der Mitte. Ja. Päckchen Nummer 5 mit einer Weihnachtskugel. Ich finde, das ist auch echt liebevoll gestaltet. Also haben sich schon auch Gedanken beigemacht. Eigentlich jetzt nicht so, ja, wow, das ist so mega krass toll, sondern einfach süß Gedanken gemacht. Ne? Man hat eine Tüte genommen, hat da vorne was eine richtig schöne dicke Zahl draufgeklebt. Das so ein bisschen aufgebaut wie ein Spiel. Jetzt haben wir hier Rot und Weiß. Okay, das heißt, wir haben auch wieder D. Ich muss mich jetzt gerade wirklich ein bisschen zusammenreißen, dass ich jetzt nicht alles einzeln mache. Nein, komm, wir machen das jetzt nicht. Wir machen das jetzt nicht alles einzeln, aber ich werde, glaube ich, die Dinger schon hier auch eintüten, weil wenn ich das dann später fertig mache, ich muss ja das... Oh, jetzt habe ich was daneben geschüttet. Kann vorkommen. Ich will die ja so dann erstmal hier auch draufsetzen, damit man am Ende auch sieht, wie voll das hier wird, ne? Das heißt, ich werde jetzt hier die verschlossenen, die noch nicht gemachten, mit Schutzfolie hier drauf tun. Und ich muss auch eigentlich die nächsten schon mal bekleben, weil wenn ich das jetzt weiter öffne, dann darf hier ja nichts durcheinander kommen. Und wenn ich die Tütchen nicht mehr habe, dann weiß ich nicht mehr, welche Nummer was war. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann ein Riesenchaos. Dann kann ich nur noch so nach Gusto mir das selber bekleben. Ich meine, ist ja auch okay, ne? Man ist ja ein freier Mensch. Man kann ja machen, was man will. Es gibt sogar was mit Schwarz. Aha.
das? Wird das wohl? Und verschiedene Blautöne. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Abstufungen. Von Weiß haben wir, glaube ich, 3 unterschiedliche, wenn ich das richtig gesehen habe. Grün haben wir auch 3 verschiedene. Blau 3 verschiedene. Rosa 2 verschiedene. 2-mal unterschiedliches Orange, okay. Also ich werde erstmal, ich bin am überlegen, ob ich das direkt reintun soll oder erstmal ins Schiffchen. Oh, oh, ja, nö, ich glaube, das ist auch okay. Ja, hat auch geklappt. Ich hätte gerne mal Bilder. Ich habe Bilder mit so Glitzersteinen, aber das ist halt so eher dieses, dass man nur relativ wenige Steine drauf hat. Vielleicht sind die ja teurer, wenn man die kauft. Wisst ihr das? Oh, ein Nikolausschuh. Weil sonst würde ich mich mal umschauen. Habt ihr da irgendwie was Cooles, was ihr mir empfehlen könnt? Irgendwas, wo man halt auch so ein paar richtig tolle Glitzersteine mit drin hat. Oh, eine Glocke. Ah, jetzt haben wir wieder E und F. Also das, was man davor hatte und das, was man dann jetzt hat. Bisher haben wir ja immer nur zweifarbig gehabt. Ich meine, die Motive sind natürlich jetzt auch nicht sehr groß, aber zweifarbig ist dann schon auch ganz ordentlich, ne? Bei so wenigen Steinen, die man generell dann nur benutzt. Ah, Hilfe! So, das macht natürlich auch Spaß, hier die ganzen Sachen reinzusortieren. Bringe ich hier nochmal die Glocke an. Tun wir die denn hin? Irgendwas müssen wir dann auf die Rückseite tun. So, das sieht natürlich nicht so schön aus, wenn man das jetzt hier nicht eingeglitzert hat, ne? Das ist schon was anderes. Die Nummer 7. Die müsste jetzt schwarz sein. Was kommt denn da wohl für ein Motiv? Fühlt sich ein Tickchen größer an? Oder täuscht das? Och, wie süß, ein kleines Häschen. Siehst du? Jetzt hier sind hier wirklich 3, 4 Farben sogar schon. Oha, C ist ja auch noch mit dabei. A, F und G. Brauchen wir gar nicht mal so viel von dem Schwarz. Das ist doch auch süß. Wir machen später nochmal welche, oder? Ich weiß noch nicht genau. Ich guck mal am Ende, ob mir vielleicht noch irgendwas so gefällt, was ich gerne machen würde. Ich hätte gerade Lust, alles Mögliche zu machen, aber ich darf nicht. Ich muss mich zusammenreißen. Ich will ja noch ein paar mehr Adventskalender öffnen. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Aber man ist schon so im Rausch. Also es ist schon etwas sehr Entspannendes. Vor allem, wenn ich mir jetzt dabei vorstelle, selber so ein Video anzumachen und dann so ein bisschen zu hören. Das macht schon auch voll Spaß. Ach so, warte mal, wir sind bei der 7 gewesen. Die 7 hat ja den extra Platz. Die hat hier vorne den Platz. Da kommt das kleine Häschen rein. Das hält jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut mit der Folie. Und das sitzt dann nämlich hier vorne vor dem Weihnachtsbaum. Oh. Ach doch, es hält. Es kippelt so ein bisschen, aber das stört ja eigentlich keinen. Ne? Hauptsache, es bleibt irgendwie stehen. Jetzt haben wir die 8 mit einem schönen pinken, nee, einem blauen Stern auf pink im Untergrund. Also das ist ja teilweise schon eine Katastrophe hier. So, jetzt aber nicht so groß. Sternschnuppe. Oh, ein tolles Blau. Richtig hübsches Blau. Und dann brauchen wir auch wieder das Gelb. Also Blau und Gelb. Das ist auch schön. Das würde ich auch gerne machen. Erstmal dran bauen. Das kommt hier zu dem Herz dazu. Einmal ganz kurz Zwischenschau. Da... Hier und jetzt habe ich hier auf der Rückseite auch schon was dran. Und natürlich das Häschen. Nee, das Häschen ist ja hier. Einfüllen ganz wichtig. Also die Farben hier vorne sind nicht so perfekt getroffen für das, ne? Aber mein Gott. Ist halt einfach nur dazu da, dass man weiß, ja, da ist Blau drin. Oh, 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 das war vielleicht ein bisschen weit unten. Ah! Egal, es geht auch, wenn man es hier so reinknüdelt. Das sind ja auch eigentlich nur so wenige Steine, die man hat. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwo mal einen zu viel oder zu wenig hatte, der dann irgendwie weggeschmissen wird oder so. Und dann fehlt mir da einer. Ach komm, wir sind flexibel. So, wir müssen die nächsten bekleben. Da kommt nämlich auch gleich wieder Blau. Wahrscheinlich ein komplett anderes Blau als das, was man jetzt hier sieht, aber das macht ja nichts. Die Steine sind auf jeden Fall besser als die Sticker. Die geben nur so einen leichten Hinweis, was da kommen mag. Da haben wir nochmal ein schickes Rot. Das hatten wir ja vorher auch schon mal. Dann haben wir das erste Grün. Warum haben wir eigentlich noch gar kein Grün gehabt? Das ist ja sehr untypisch. Na, aber jetzt. Das I, das entspricht dann hier der 9. Fühlt sich das groß an? Ja, irgendwie schon ein Tickchen. Muss das wieder stehen, das Teil? Nee. Ach nee, es war gar nicht größer. Hä, was ist das? Ist das ein Ball? Oha, das ist ja voll kompliziert. Hier außen hat man immer 2 verschiedene Farben abwechselnd und dann dazwischen immer I. Das ist immer blau. Das Blau. Oh, das ist aber ein tolles Blau. Das ist so ein richtiges Wasserblau. Und das H ist halt ein dunkelblau und dann das Rosa wieder. Das Rosa, wo ich fast einen mehr aufgeklebt hätte. Was dann ja aber nicht ging, weil es ja nicht geklebt hat. Oh, oh. Nein, das ging jetzt wirklich daneben. Huch, wo ist es denn? Hier. Ja, mal gucken. Die würde ich vielleicht auch noch machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal was Rundes. Ich nehme mal eine Stelle, wo wir noch nichts Rundes hatten. Und oben kommt doch sicherlich noch irgendein Weihnachtsstern drauf. Bestimmt in der 24. Aber jetzt erstmal zur 10. Krieg's nicht auf. Autsch. Okay, was Neues. Was haben wir jetzt? Hä? Ein Vogel. Da passt nicht viel drauf. Der ist sehr klein. Naja, aber trotzdem 2 Farben. I und K. Also wieder das helle Blau, was wir eben hatten. Und so ein Braun. Braun weiß ich nicht, ob das so schön glitzern kann. Naja, egal. Wir brauchen jede Farbe. Da ging wieder was daneben. So, den setzen wir auch hier drauf. In der Anleitung stand auch irgendwie sowas. Ja, wenn du zu müde bist oder so und zu lange auf eine Stelle geguckt hast, dann ruh dich zwischendurch aus. Und dann siehst du hier so die Dinger und denkst so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffe, so 20 von den Steinen hintereinander aufzukleben. Da muss man auch nach 5 Steinen vielleicht mal Pause machen. Muss deine Augen auch mal entspannen. Das ist schon harte Arbeit. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht gehen sie auch davon aus, dass die das so machen, wie ich es mache.
mache gerade, nämlich alles auf einmal. Hä? Wie ist das weiß? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ach so, wir haben nochmal B bekommen. Das ist nicht L. Wir haben nochmal B bekommen, oder? Mach mich nicht wahnsinnig, weil hier steht ja B. Und das ist ja auch so, oder? Leute, Hilfe, ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt nicht, das hier da rein zu tun. Wir haben A, B, also orange, B und schwarz. Aber jetzt würde ja L kommen und das ist ja definitiv kein L. Aber die Plättchen sehen von hinten halt ein bisschen anders aus als die. Okay, wir wissen es ja. Ich lege jetzt erstmal die kurz daneben. So. Und das ist übrigens auch wieder einer, der steht außen. Das ist nämlich hier die 11. Passt, glaube ich, auch sonst nichts anderes hin. Habe ich doch gesagt, kleiner Schneemann. Da wäre ich nur am überlegen, ob ich jetzt hier die neuen B-Dinger nehme und die dann einfach da in das andere rein tue. Nur damit man dann auch sieht, okay, das ist das Gleiche. Weil nicht, dass die weißen Steine sich dann irgendwie auch nochmal unterscheiden. Und dann sieht das dann am Ende total komisch aus. Eigentlich könnte man den ja auch machen, ne? Ich will sie alle machen. Ich habe gerade Bock auf alle. Oh, ein kleines Rentier. Ich wollte gerade sagen, ist das euer Ernst, dass ich das ganze Rot jetzt nur wegen der Nase habe? Aber nein, das scheint schon auch L zu sein. Aber wo ist hier L? Wir haben gar kein L. Wir haben komischerweise Steine, die wir jetzt gar nicht hierfür benötigen. Hä? Okay, wenn man mal nicht weiter weiß. Einfach mal hier rauf gucken. Na, hier, Türchen 11 ist B gewesen, so wie ich gesagt habe. Und 12 ist E. Das hätte ich jetzt auch fast falsch einsortiert, weil es bis dato ja eigentlich alles so funktioniert hat. Das sind also die gleichen wie die hier. Ja gut, ich mache das jetzt einfach mal, weil es steht ja in der Anleitung. Hätte ich jetzt intuitiv nicht unbedingt getan, sondern ich hätte es jetzt vielleicht einfach ins L gemacht. Aber auch voll komisch. Warum macht man denn jetzt durch Zufall auch diese roten Dinger? Ich bin mir sicher, dass es bestimmt Leute gibt, die das hier einfach ins L reintun. Weil du ja zu der Zeit, wenn du jetzt hier irgendwie die 12 öffnest, hast du die Anleitung weggeschmissen, oder? Ich denke mal, viele Leute haben es dann auf jeden Fall schon weggeworfen. Und hierfür brauchst du halt noch nicht mal das. Nur für die Nase. Für die Nase brauchst du einmal das E. Haha. Okay, das setze ich auch hier rauf. Achso, dann kann ich das ja jetzt hier auch noch reintun, ne? Bevor ich jetzt hier das nächste Türchen öffne, würde ich einfach gerne das hier ins B reintun, in der Hoffnung, dass es sich jetzt wirklich nicht unterscheidet. Naja, es ist halt immer noch durchsichtig. Das wird schon irgendwie, wird schon nicht auffallen. Auf der 13 haben wir ein schönes Geschenk und da wird es wieder irgendwas geben. 13 ist F. F ist gelb. Ja, das stimmt, es ist gelb. Und es ist eine Kerze. Oh, das ist aber auch hübsch. Vier Farben. Nee, sind gar nicht vier, sind drei. Das F hier unten ist nämlich auch das F von da oben. Apropos F, wir brauchen ein F. Sieht das gut aus? Ja, sieht passend aus. Das ist auch ganz hübsch. Wobei bisher finde ich... Oh, das Rentier war auch niedlich. Oder der Schneemann. Ja, ich werde noch irgendwas machen. Auf jeden Fall. Ja, hier oben die Kerze drauf. So. Das finde ich auch so schön, dass man da so komplett frei ist, was man wo hinsetzen kann und auch wieder umsetzen kann. Das ist schön. 14 haben wir auch schon mal gesehen. Das ist nämlich weiß. Weiß und das bedeutet D. Oh, oh, wie cool. Ein kleiner Kakao. Ach, wie süß. Den finde ich auch total toll. Muss ich mir das hier erstmal wieder ranziehen? Ich meine, man kann da wirklich auch alles an einem Stück machen, wenn man mal sagt so, ja, nö, jetzt mal so ein paar Tage nicht. Und dann setzt man sich halt mal hin und macht die dann so alle auf einmal. Entweder mit einer schönen Serie im Hintergrund oder einem schönen YouTube-Video oder einem Hörspiel oder so. Ich habe meiner Freundin auch so einen Basteltag geschenkt. Ach so, das muss ich ja noch hier rauf tun. Einfach, weil wir immer so wenig Zeit haben, beide füreinander. Und dann haben wir quasi so einen Grund. Da müssen wir uns halt treffen. Dann machen wir irgendwas richtig Cooles. Ich habe mir so ein paar Sachen geholt. Von Diamond Painting über... Warte mal, was ist das jetzt hier? 15? L? Ah, das ist jetzt neu. Okay. Ah, eine Zuckerstange. Ich zeige euch das jetzt einmal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ach so. Ein bisschen groß. Hier, das sind so Untersetzer. Auch mit Diamond Painting. Es gibt so coole Motive. Konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Ich fand die hier halt richtig cool. Das ist alles so in schwarz gehalten. Wenn ihr euch da die Steine anguckt, das ist auch mit Glitzer. Und das sieht bestimmt mega aus. Ich würde es am liebsten sofort machen. Und man hat am Ende sogar auch noch was, was dir Sinn macht, weil ich brauche unbedingt Untersetzer. Ich hatte nämlich die ganze Zeit keine. Ich habe nur einen Untersetzer. Das ist ein bisschen wenig. Und das andere ist das hier, was man halt überhaupt nicht sieht, gerade weil da ein völlig bescheuerter Aufkleber vorne drauf ist. Ich mache euch das mal auf. Also, ich habe mir das hier geholt, ja. Das ist so ein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ein Billo-Teil. Das ist nicht Billo. Es sieht genauso aus wie das teure, was ich gekauft habe bei Amazon. Und das fand ich schon sehr beschämend. Das ist ein Miniaturbuch, beziehungsweise ein Miniatur, ja, so ein Buchhalter und so eine Miniaturszene. Wenn ihr euch das hier mal so anguckt, da kann man halt reinschauen und dann hat man so eine Bibliothek oder irgendwie sowas, so eine magische Bibliothek mit Licht. Und hier vorne ist sogar noch ein Schutz, dass da kein Staub reinkommt. Und oben leuchtet es halt auch noch richtig toll. Und es sieht so cool aus. Hier, da sieht man noch so ein paar Einzelteile. Und das muss man halt zusammenkleben, beziehungsweise halt so zusammenstecken mit Klebe. Und da gibt es so viele schöne Szenen. Es gibt auch so eine asiatische Blütenstadt, also so eine Gasse mit Wasser und sowas und so Blütenbäumen und so. Ach, es gibt so tolle Sachen. Kann man auch richtig gut verschenken, wenn ihr noch irgendwie was sucht für eine Freundin oder sowas. Also es sieht
mega aus. Oder auch die Diamond Painting Untersetzer. Kann ich auch empfehlen. Habe ich auch schon mal verschenkt und ist auch sehr gut angekommen. Und macht bestimmt auch sehr vielen Spaß. Gerade euch, die hier zugucken. Kennt ihr ja vielleicht sogar auch schon. Ich weiß es ja nicht. So, ich muss jetzt noch meine kleine Zuckerstange hier anbringen. Ich sehe schon, wir haben ja eigentlich schon ganz schön viel hier dran. Aber wir können endlich weitermachen beim L. Ich denke gerade nach, das wievielte Video habe ich denn jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe heute das vierte und ich würde eigentlich gerne, also ich hatte Minimum 5 geplant. Ich muss halt eigentlich nur das Video auch noch heute schneiden, damit das morgen rauskommt. Ich habe für morgen ein Video, also ein Adventskalender-Video für euch geplant, was so extrem lang gedauert hat. Ich habe halt so Pixie-Adventskalender ausgepackt und ich dachte nicht, dass ich dafür irgendwie 2,5, 3 Stunden aufnehme. Und das muss ich halt auch noch irgendwie schneiden. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass ich das wahrscheinlich morgen nicht fertig kriege. Also entweder kommt es morgen Abend oder so. Ich habe jetzt halt morgen dann auch noch am Tag Zeit, theoretisch das zu schneiden. Aber dann habe ich halt nichts für den Gaming... Oh Gott. Für den Gaming-Kanal. Ich habe dann so eine riesige Schlange, die sich jetzt da hinten so aufreiht. Das ist echt... Oh, übel. Oh, ich sehe gerade ganz, ganz viele Zahlen. Deswegen war ich gerade leicht verwirrt. Das ist jetzt auch unser erstes grünes. M. Stimmt. Das ist auch sehr cool. Wenn das hier so fertig ist, ne, das wird wahrscheinlich auch richtig toll glitzern. Das ist auch ein schönes Grün. Das ist echt so ein Blattgrün. Nicht so ein krass doll aufdringliches Grün, sondern ein sehr dezentes Grün. Eher so Richtung Oliv. Finde ich auch sehr schick. Passt auch natürlich hier sehr gut dazu. Also ich meine, ich müsste das ja jetzt so gar nicht alles machen, ne? Aber ich will es halt gerne einmal so vorbereiten und euch auch so ansatzweise wenigstens zeigen, wie das dann am Ende aussehen könnte. Weil sonst macht das ja auch keinen Sinn, ne? Einfach nur mal ganz kurz so, hier, guck mal, das Adventskalender. Tschüss. Das mache ich nicht so gerne. Ich mache das, wenn dann immer gerne richtig und auch so, wie mich das selber interessieren würde. Und wir machen hier ja auch Unterhaltung, ne? Wir sind ja jetzt hier nicht nur da, um irgendwie stupide oder so ganz langweilig irgendwas zu zeigen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben und wir wollen ja auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Apropos, ich habe gerade letztens wieder gelesen, dass da jemand geschrieben hat, kann ich bitte die Musik weglassen? Ich dachte so, das war Weihnachtsmusik in dem Video, warum? Ich finde immer, wenn gar keine Musik im Hintergrund ist, finde ich das so ein bisschen still. Ja, das ist eigentlich die richtige Aussage, ne? Still. Vielleicht ist das bei euch nicht so, aber es trägt ja auch so ein bisschen was zur Stimmung bei. Früher habe ich meine Musik immer viel zu laut gehabt. Das war total, also da hatte ich noch nicht so viel Ahnung. Und da ist es irgendwie ein bisschen immer übertrieben gewesen. Das sieht bestimmt auch sehr cool aus, wenn das hier in unterschiedlichen Farben glänzt und glitzert. So ein kleines Geschenk. Nummer 17 ist O. Ja, das passt. Ist auf jeden Fall eine neue Farbe, die wir noch nicht hatten. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie das I, aber nee, doch überhaupt gar nicht. Das ist mehr, ja, mehr Richtung Türkisblau. Das andere war eher so himmelblau. Schwuppdiwupp haben wir es drin. Jetzt mal gucken, dass man das hier richtig verschließt. Ich gucke mal schon, dass man das hier so ein bisschen auch unterschiedlich farbig gestaltet. Klappt eigentlich, ja, doch ganz gut. Hier, so sieht es jetzt im Moment aus. Ah, oh, stellt euch mal vor, wie das aussehen würde, wenn es richtig glitzert. Das wäre so toll. Nur diese kleine Ecke hier, die so glitzert, sieht schon schön aus. Ah, mit der 18 kommt auch wieder eine neue Farbe. Wieder ein schickes Geschenk. Und eine schicke neue Farbe. Nämlich ein Grün wieder. Diesmal wahrscheinlich aber nicht so ein schönes Olivgrün, sondern vielleicht ein bisschen was Kräftigeres. Für ein was? Was kriegen wir? Ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum? Auf einen Tannenbaum? Hä? Okay. Vielleicht können wir den Tannenbaum auch oben auf die Spitze setzen. Ja, das sieht auch mehr aus wie so ein Tannengrünbaumgrün. Was? Tannenbaumgrünfarbe. Ach, Leute. Was rede ich hier so viel? Ihr wisst doch sowieso, was ich meine. Oh, da haben wir ja übrigens das erste Mal auch X dazwischen. Oben ist ein F. Oben ist also ein Goldstern. Und das andere, das können wir so gestalten, wie wir wollen. Das heißt, wir machen hier einfach grün und können dazwischen dann farbige Kugeln dranhängen. In unserer Wunschfarbe. Das würde ich vielleicht aber erst am Ende machen, oder? Oder haben wir dann doch so viel Farben noch über, dass man hier einfach sich was aussuchen kann, was man haben möchte. Müssen die ja eigentlich mit berechnet haben. Sonst wäre das ja ein bisschen bescheuert, wenn man dann am Ende feststellt, oh, da fehlt mir jetzt aber was und das habe ich hier irgendwo an die Tanne dran gehängt. Nee, das wäre leicht ärgerlich. Ganz so viel haben wir auch nicht mehr. Wir sind ja schon bei der 19. Was macht man denn eigentlich mit dieser schönen Hülle, wenn man fertig ist? Entweder, ach so, natürlich, man könnte den Tannenbaum wieder zusammenklappen, die Dinger wieder abnehmen und dann fürs nächste Jahr sozusagen in den Schrank stellen. Dann weiß man, dass man es wiederfindet. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Jetzt haben wir nochmal die. Hä? Nochmal weiß? Brauchen wir so viel weiß? Naja, gut, ist ja auch Weihnachten, ne? Da haben wir auch wieder eins, zwei, eine Wunschfarbe und nochmal eine Wunschfarbe. Da kann man auch verschiedene Farben nehmen, theoretisch. Ein kleiner, süßer Weihnachtsstiefel. So, und dann kommt das auch dazu. Jetzt haben wir sogar ganz schön volle Kästchen in der Zwischenzeit. Brauchst du ja der Wahnsinn. Ja, das Ding ist immer, eigentlich braucht man ja nicht lang, um das zu machen. Aber wenn man bedenkt, man hat 24 von den Sachen. Und man braucht ja für eine, boah, wie lange brauche ich da? Ich muss die Sachen ja ausschütten. Oh, jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Dann hin und her.
leer, dann nochmal ausschütten, ne? Gerade wenn man mehrere Farben hat. Da dauert das wahrscheinlich schon pro Teil bestimmt 3 Minuten. Das ist schon fast wieder 1,5 Stunden, ne? Mit auch noch anderen Sachen wieder wegschütten, also wegtun, dann nochmal eine neue Farbe rausholen und so. Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch wieder bei so einer 1,5 Stunden Aufnahme. Und ihr kriegt davon gar nichts mit, weil das meiste wird ja weggeschnitten. Oh, wie süß. Ein Lebkuchenmann. Das ist auch wieder nach Wunsch. Also da muss man aber wirklich, glaube ich, erstmal am Ende gucken, was man da noch über hat. Das ist ja eigentlich echt gut, wenn ich das jetzt so mache. 2x D, 3x E und dann Wunschfarbe. Was haben wir denn hier eigentlich? Ist das die 20? Oh, das ist neu. Ja, 20 ist eine neue Farbe. Hier, das R. Das ist schön, das schönes Pink. Haben die uns hier schon das R reingelegt, ne? Weil sie wollten, dass wir das R hier auch benutzen. Weil bisher haben wir ja noch gar keinen Wunsch nach einem R. Also bei so einem schicken Pink bin ich ja sowieso immer dabei. Man könnte aber auch die Weihnachtsbaumkugeln in dieser Farbe hier machen. Da fällt mir auch gerade auf, so lange wie ich schon aufnehme, dass ich voll Hunger gekriegt habe. So, kleiner Lebkuchenmann, einmal bitte auf den Baum aufsteigen. Krass, ey, es ist schon 20 Uhr. Ich nehme auf seit 11. Hoho, kein Wunder, dass ich hier die ganze Zeit mal Hustenanfälle kriege. 21, hier haben wir auch wieder eine neue Farbe. Ich glaube, jetzt kriegen wir nur noch neue Farben. Muss ja eigentlich. Oh, wieder so ein richtig hübsches Blau. Das ist nicht ganz so hell, ein Tickchen dunkler. Und wofür brauchen wir das? Was ist das? Hä? Was ist denn das? Irgendwas Glitzerndes. Vielleicht ist das ein Teller mit einem Keks drauf. Kann das sein? Hier sieht es ein bisschen aus wie so ein Keks. Ich denk mal schon, Keks. Hier kann man sich auch wieder was aussuchen. Hier haben wir auch wieder ein X mit dazwischen. Das X ist lila. Wir haben gar kein lila. Also wahrscheinlich deswegen extra gemacht, damit man das checkt, dass das X eine beliebige Farbe ist. Jetzt fehlen nur noch 3. Die müssen wir auch nochmal neu bekleben. Tja, ich weiß nicht, was das ist. Deswegen kommt es hier hin. Ich glaube, jetzt zeige ich euch das erst am Ende. Weil wenn ich euch das jetzt zeige... Nee, ich zeige euch das am Ende. Erstmal brauchen wir wieder ein paar neue kleine Kästchen für die letzten 3 Buchstaben. Da wird wieder ein schönes Grün kommen. Ein wunderbar glänzendes Orange. Und ein Y. Ein Weiß nochmal. Vielleicht ja so ein Bizet-Cremefarben. Dieses System ist total süß. Schade, dass es bei den anderen Sachen nicht auch immer direkt so dabei ist. Aber vielleicht gibt es ja auch so Hütchen, die man wieder verschließen kann. Das wäre natürlich gut. Man kann ja nicht für jedes Bild sich irgendwie sowas hier kaufen. Oder was macht man sonst am Ende mit denen, wenn man noch so viel über hat? Oh, eine Kugel. Oh, das wird auch schön. Die wird auch sehr schön funkeln. T und schon wieder X. Das sieht aber so ähnlich aus wie das erste Grün. Naja, so ganz blassgrün. Nee, doch nicht. Das erste war mehr Oliv. Das ist wirklich so ein richtiges blasses Grün. Aber es sind auch schon sehr schöne Farben. Bin ein großer Farbenfan. Oder ein großer Glitzerstein-Farbenfan. Tja, dann bringen wir die hier auch nochmal an. Wo passt die denn wohl besser? Hä? Ach so, wir haben ja nur noch... Ah, wir haben nur noch eine Stelle. Okay, das heißt, wir haben hier einmal eine Stelle, dann gibt es eine 23 und 24 ist dann der Stern obendrauf. Das ist natürlich doof, weil dann weiß man ja jetzt schon, was in der 24 kommt. Haha. Vielleicht ist es ja was ganz anderes. Vielleicht ist es ja ein langer, langgezogener Weihnachtsengel, der obendrauf kommt. Oh, und das ist der Schlitten. Den stellen wir da vorne hin. Das ist ja auch toll. Hier kann man ganz, ganz viel selber bestimmen. Und entweder passt man sich quasi dem Hintergrund an von dem Geschenk oder man nimmt halt random was total anderes. Ich glaube, ich würde mich sogar fast im Hintergrund von den Geschenken da anpassen, ne? Weil das sieht, glaube ich, besser aus. Vielleicht aber auch nicht. Das ist auf jeden Fall das U. Das ist hier für den Schlitten unten. Wir haben quasi eine Holzfarbe. Da werden wir wahrscheinlich einiges über haben, weil jetzt bleibt ja nicht mehr so viel. Schwupps. Und hier unten haben wir dann die letzte Stelle, 23. Können wir da einfach hier so reinstellen. Tada! So, und ich will es noch nicht zeigen, weil es fehlt ja noch oben die Kirsche auf der Torte, nämlich die 24 mit einem sehr schönen Adventskranz hier. Das wird jetzt sicherlich aber doch ein bisschen größer sein. Nein, wird es nicht. Und es ist X und Y. Hä? Ah, oh, das ist auch toll. Das ist sehr, sehr schön. Das erkennt man kaum, ne? Das ist so wirklich eher so ein Bizet-Farben oder, ja, fast Pfirsich, aber so weiß-Pfirsich, so ganz, ganz hell. Passt, glaube ich, sehr gut dazu. Und dann kann man sich nämlich da noch eine andere Farbe aussuchen, die man außen haben möchte vom Weihnachtsstern. Da ist man dann quasi komplett frei. Da kann man alles machen, was man will. Da würde ich aber tatsächlich erstmal mit der inneren Farbe anfangen und dann gucken, kann man das dann noch anhalten? Das geht ja eigentlich dann schwer. Wenn es einem dann runterfällt, dann... So, das ist meine letzte Amtshandlung. Den stecke ich oben drauf. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie es am Ende aussieht. Das ist der super schicke, geschmückte Weihnachtsbaum. Noch nicht komplett glitzernd. Hier unten haben wir natürlich auch noch die Kleinen, die davor stehen. Ah! Also ich denke mal, man kann sich schon ganz gut vorstellen, wie das dann am Ende aussieht, wenn man sich das hier auch irgendwo hinstellen möchte. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr süß werden. Also die mit dem X, die möchte ich gerne eigentlich am Ende machen, um zu sehen, was da noch über ist. Aber ich glaube, ich mache das hier nochmal, weil ich finde das irgendwie auch so süß. Ich muss da ja noch nicht mal alles auskippen. Ich denke mal, da wird gar nicht mal so viel von dem hier benötigt werden. Hä, wieso ist da ein Grün drin? War ich das aus Versehen? Hatte ich überhaupt schon Grün? Ich hatte doch noch gar kein Grün. Vielleicht war das hier einfach dazwischen. Na, sowas. Okay, wir fangen mal von oben an.
Mir ist gerade was aufgefallen. Es könnte sein, dass das vielleicht hier mit rausgefallen ist, oder? Nee, das ist gar nicht das Grün. Ich glaube, das ist das Grün. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall kommt das jetzt erstmal wieder hier rein. Ich glaube, da ist jetzt nichts weiteres Grünes drin, falls ich mich nicht verguckt habe. Naja, ansonsten ist es halt da drin. Dann können wir direkt das nächste öffnen. Das ist nämlich das I. Da brauchen wir ganz wenige nur. Das reicht doch. So, jetzt haben wir das Blau fertig. Hat ganz gut gereicht. Und jetzt fehlt noch C. Rosa. Muss ich das da überhaupt rausholen? Ich glaube, das kann ich direkt hier rausnehmen. Braucht das hier nur für die Wangen. Ah, das funktioniert nicht gut, wenn ich es nicht festhalten kann. C. Okay, jetzt doch noch einmal ganz kurz festhalten. Und E brauche ich ja für die Nase. E dürfte ja einfach nur rot sein. Genau, das hier ist das Rot. So, stellen wir mal vorher ab. Oh, das ist süß. Ein schönes, glitzerndes Rentier. Ach, das ist auch toll geworden. Und jetzt stellt euch mal den ganzen Tannenbaum so vor. So glitzernd. Alter Schwede, was für ein Unterschied. Das hier zu den anderen. Oder hier mit der Schneeflocke. Oder ach, das Herz ist auch super süß geworden. Das Herz. Ich habe riesig Lust, jetzt einfach weiterzumachen. Aber ich kann nicht. Ich muss weiter drehen. Vielleicht zeige ich euch irgendwann nochmal. Oder seht ihr das in irgendeinem Video oder so, wenn ich das fertig gemacht habe. So, das war auf jeden Fall meine erste Erfahrung gemeinsam mit euch. Tatsächlich jetzt auch mal mit Diamond Painting. Für 27 Euro finde ich, ist schon, ja, ist schon nicht unbedingt billig, aber es ist auch nicht billig. Also es fühlt sich halt auch nicht billig an. Deswegen finde ich schon eigentlich, dass es gerechtfertigt ist. Gerade auch, wenn man weiß, was normalerweise so Adventskalender kosten, ist es schon, ist es okay. Es ist okay und es macht Spaß und man kann kreativ sein und man hat am Ende noch etwas, was man vielleicht auch fürs nächste Jahr noch benutzen kann und man kann es sich hinstellen und man hat ein gutes Gefühl dabei, weil man hat was selbst gemacht. Ich glaube, das ist auch so das, was eigentlich ganz schön ist. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, ich habe es so zusammengeschnitten, dass ihr auch ja, so einen guten Eindruck bekommen habt und euch auch unterhalten gefühlt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne ein Däumchen da oder auch einen netten Kommentar unten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Wahrscheinlich entweder am nächsten Samstag oder aber auch am Mittwoch oder Donnerstag. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Can you look to me in darkness when there's no more light there?